Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video nochmal das Unboxing-Problem direkt an diesem ausgewählten Beispielcode hier anschauen. Was mache ich als erstes? Ich erstelle eine Integer-Variable mit dem Wert 87. Dann stecke ich diese eben in ein Objekt und am Ende hole ich mir eben diesen Wert aus diesem Objekt wieder raus mit einem expliziten Cast. Und wenn wir eben diesen Code hier debuggen und das erste hier ausführen, dann nehmen wir hier erstmal diese Darstellung aus dem letzten Video weg. Wir bekommen dann natürlich erstmal die Methodeninfo von program.main. Und wir haben keinen Parameter, aber wir haben eben drei Variablen. Hier in unserem Fall ist das eben addInteger von Typ int. Und ich weiß gar nicht, warum ich den so genannt habe mit add. Ist eigentlich gar nicht notwendig. Integer ist ja kein Schlüsselwort. Aber egal. Hier steht auf jeden Fall die 87 drin. Wenn wir eben diese Sache ausgeführt haben, also ich komme gleich zum Wichtigen natürlich. Wir haben dann hier eben Objekt mit K vom Typ Object. Da ist natürlich vorher Null drin. Und als letztes hole ich mir eben hier nochmal addInteger 2, ebenfalls vom Typ Int. Und das Ding ist natürlich nicht initialisiert. So. Wir haben es ja schon mal im vorletzten Video angedeutet. Das, was hier passiert, ist, dass wir eben jetzt ein Objekt auf dem Heap implizit bekommen. So. Nehmen wir mal das weg. Und da steht jetzt eben dieser Int-Wert drin, nämlich die 87. Das ist ja das sogenannte Boxing, was wir gesagt haben. Oder das war nicht so klug. Jetzt ist es besser. Und wir haben, wenn wir dieses Statement eben ausgeführt haben, dann den Fall erreicht, dass wir hier eben eine Referenz auf ein Objekt haben, das im Heap liegt. Und weil die 87 ein Wertetyp ist, muss eben diese von einem Objekt umgeben sein, was man als Boxing bezeichnet. Wenn wir dann dieses Statement ausführen, dann wird dieser Wert, der hier in diesem Objekt drin steht, wieder hier oben in diese Integer 2 Wert eben reingeschrieben. Ich muss kurz in Programs und Zoomit aktivieren. So. Der Punkt ist hier eben, dieses Boxing und Unboxing ist sehr teuer. Genauer genommen. Wir haben erst, wenn wir es genau haben möchten, diesen Wert hier reingeschoben und dann diesen Wert, der hier drin steht, wieder hier hoch geschrieben. Und genau das sollten Sie, wenn möglich, vermeiden, weil das ziemliche Performance-Beeinträchtigung nach sich zieht. Es war ja auch mit einem Grund, warum wir generische Programmierung der Programmierung vorziehen, die eben Object als sozusagen Typ für alles einsetzt, wenn Sie sich an Stack und Stack of T zurückerinnern. Und wie gesagt, bitte seien Sie sich dieses Boxings und Unboxings bewusst. Es kann deutliche Einfluss auf die Performance Ihrer Funktionen nehmen, vor allen Dingen, wenn Sie diese mehrere Millionen Male oder 100.000 Male pro Minute oder auch in einem geringeren Zeitraum eben ausführen möchten.
Das nur nochmal als Hinweis, damit wir das uns eben explizit mal angesehen haben, was denn eigentlich bedeutet, dass das Boxing auftritt. Das passiert eben immer dann, wenn Sie einen Werttyp als Object oder als Interface, das diese Struktur beispielsweise implementiert. Also beispielsweise implementiert die Struktur Double I Comparable of T oder I Equitable of T. Wenn Sie ein Double über diese Interfaces ansprechen, auch dann tritt Boxing auf. Und das sollten Sie, wenn möglich, vermeiden. Das war auch schon alles, was ich in diesem Video Ihnen nochmal mitgeben wollte. Im nächsten Video kommen wir dann jetzt langsam zur Garbage Collection, was das heißt. Im Prinzip löst eben die Garbage Collection genau das Problem, dass wir Objekte im Heap deallokieren müssen. Wir haben ja bis jetzt bloß gesehen, Stack wird automatisch deallokiert, wenn Funktion verlassen wird, wenn eine Funktion verlassen wird. Und wir schauen uns im nächsten Video eben den Garbage Collector an. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.